Herzlich willkommen zurück zu Professor Plays Bloodstained, The Ritual of the Night. Das letzte Mal haben wir ja erfolgreich ein Game Over gehabt, indem wir den Endboss besiegt haben, was sich nur dann verwirrend anhört, wenn man diese Genre nicht kennt. Metroidvania seit Symphony of the Night zeichnet sich dadurch aus. Zeichnet sich schwer dadurch aus, dass man irgendetwas richtig machen muss, damit man die zweite Hälfte vom Spieleroptik essen kann. Da haben wir den Drachen bekämpft, wenn ich mich richtig erinnere. So, nicht gegen die Wand laufen. Wenigstens genießen wir gute Musik bei diesem Spiel hier. Das ist auch noch nicht mehr. Wenigstens können wir etwas grinden. Ah, ich habe einfach entschieden, das nicht zu machen. Okay. Oh, Schwert, du bist super. Ich soll ein bisschen mehr ausweichen. Knoblauch. Nice. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir noch sonderlich gefunden werden, aber... Ja, komm. Komme ich da wieder hoch eigentlich? So komme ich hoch. Ich habe meine andere Pattern überlegt. Das drehst mich gleich. Das drehst mich gleich. Seht ihr, der Runterfallen-Part ist leicht. Der liegt mir. Richtig timed, geht hier sicher, jede Menge. Wir kommen später wieder. Also für alle, die es nicht gecheckt haben, dieser Kasten gehört darüber. Das heißt, wir müssen uns die Pattern sehr genau anschauen. Das heißt, ich mache mal alles andere und werde dann die Lust daran verlieren.
Okay, das war wenigstens cool. Nein, ist leider. Ah, das ist nur der Ausgang. Habe ich hier einen Shortcut unleashed? Tap Osius! Ja! Check out her roofs. Ich stelle wirklich fest, dass ich die meiste Zeit genau die Fersen und Knie meiner Gegner attackiere. Das ist Classic Video Games. Und dann nicht gut. Ich weiß, ich mach's trotzdem. Das heißt, da muss ich auch wieder rauskommen. Also. Wofür könnte denn das der Rückweg sein? Das Geile ist, ich komme da überhaupt nicht mehr rauf. Einfach so. Ohne diesen Gang des Todes zu machen. Es ist jetzt für mich einfacher und weniger schmerzhaft. Ah, ich habe noch mit Drachen rein, nice. Meinen Waystone zu verwenden. Have you learned? Here's what I've turned up on the monsters. Und mal speichern zu gehen. So, das heißt, das nächste Mal heißt es Operation Bücherwagerl über den Abgrund führen, um weiterzukommen. It's good. Wunderbar. What are we transmuting this time? Irgendwas Gutes. Ich weiß nicht, ob sich das auszahlt. Andererseits. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber festgestellt, wir kriegen keine Äpfel, keinen Reis. Command Mind, Resist Poison. I'll go with this. Da können wir uns einen Silver Knight zum Mithril Knight machen. I'll go with this. Ah, da kriegt immer dieselben Sachen. I'll go with this. There, all done. Sword Fragments, Monster. I'll go with this. Ooh, I like it. Oh, ich halt. Promise you'll. Ein Equipment mal wieder. Der muss jetzt nämlich schon sehr fett sein, so. Also, wir suchen einen ominösen Gelddämon, um in die Nähe des richtigen Ecks zu kommen. Und viele Möglichkeiten haben wir nicht, wo er sein könnte. Interessant. Have anything you? What are you looking to sell? Hammer Klumpert, das wir nicht mehr brauchen.
Is this right? Many thanks. Is this right? Many thanks. Das zum Beispiel. Is this right? Thank you. What are you looking to sell? Ich bin sicher Klumper, das keiner braucht. Is this Kid thank you? Array. What are you looking to buy? Haben wir da jetzt Lösungen für unser erstes Problem? Nein, haben wir nicht. Thank you. Es wäre super, wenn man eigentlich die vielleicht gleich im Crafting einkaufen können. Das würde auch Probleme abschaffen, naja. Ach, mit dem wollten wir noch reden, sorry. Ai, ai, ai. It's good. So, what'll it be? Enhanced Shards, da war man eigentlich. I'll go with this. Nein, nein, keine Kung Fu Shoes. Come back if. Schauen wir noch einmal auf die Map. Wir fassen zusammen. Da müssen wir tauchen, da müssen wir graben oder unten raufkommen. Da sind überall diese Türen, für die wir den Schlüssel nicht haben. Und der Movement Laser ist weniger nützlich als gedacht. Und hier ist. Was nochmal? Welcher Raum hatte diese Stie? Und hier in dem Raum ist ein Weg nach oben versteckt. Und hier kommt man scheinbar von offensichtlich von irgendwo rüber. Naja. Ich glaube, das wird ein bisschen Nachdenken erfordern. Ich werde schauen, dass ich das mit diesem Raum vielleicht gekürzt mache, damit ihr mir dann 3/4 Stunde zuschauen müsst beim Runterfallen, das ist auch so. Naja, ich glaube, wir haben bald einen weiteren Durchbruch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Episode von Professor Plays Schränke schieben über Abgründe. Bis bald.